Herzlich willkommen zu Final Fantasy 7. Was ist hinter dieser... okay. Ja, wahrscheinlich haben teure Suiten einfach unheimlich viele Türen, damit man das Gefühl hat, es ist nicht nur ein Raum. Geht's hier raus? Oh Gott. Hi, Tifa. Was Hallo. Für ein Ausblick. Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Brauchst du vielleicht irgendwas? Ja, komm kurz Nein, mit danke. Rein. Ich glaube, ich brauchte einfach nur Schlaf. Ich habe jetzt hier zwei Stunden vor der Tür gewartet. Nicht wirklich. Red erkundet die Gegend. Und Aeris und Yuffie sind im Riesenrad. Da gibt's gerade ein Event für Paare. Ich bin allerdings leider abgeblitzt. Oh. Muss schön sein, wenn man so schnell Freunde finden kann wie die beiden. Oh Gott. Aber du hattest doch immer Freunde. Tja. Aber ich will nur dich. Das sah von außen vielleicht so aus. Aber in Wirklichkeit... Hey, was hältst du von einem Spaziergang? Nur wenn du willst, natürlich. Aha, klar. In dem Zusammenhang ja. Kein Problem, Tifa, kein Problem. Puh, bei den Attraktionen im Goldsourcer kannst du Goldpunkte gewinnen. Tausch die Goldpunkte in Wechselstuben, die in jedem Areal zu finden sind, gegen tolle Preise ein. Unter ihm befinden sich auch einzigartige Sammelobjekte, seltene Gegenstände. Gewinne so viele Goldpunkte wie möglich, um keinen Preis zu verpassen. Ich vermute mal, dass das dann wieder so Sachen sind. Obwohl, es muss wieder eigene Sammelstationen geben oder muss man wieder zurück zu... Ich habe seinen Namen vergessen. Ah, dieser Typ mit den roten Haaren. Wie heißt er denn? Der hat, da haben wir ja die Sammelbase. Ach nee, haben wir die schon? Bin ich gerade verwirrt. Jetzt überlege ich gerade. Haben wir die schon? Doch, die haben wir schon. Oder? So, jetzt bin ich bereit. Irgendwelche Typen? So Schädel von irgendwelchen Widdern oder so? Stieren? Keine Ahnung. Nee, Stiere nicht. Ziegen? Das sind ja Widder, oder? Nee, Widder sind von... Bock heißen die, glaub, von Ziegen und Widder von den Schafen, oder? Was ist eigentlich jetzt genau der Unterschied zwischen einem Schaf und einer Ziege? Sind die verwandt? Verschwägert? Oder haben die gar nichts miteinander zu tun? So wie Katzen und Hunde, die haben ja auch relativ wenig miteinander zu tun. Also das ist weit in der Vergangenheit, dass die mal gemeinsame Vorfahren hatten. Wo genau fahre ich jetzt nochmal hin? Ich bin schon wieder so unkonzentriert. Oha. Ja, ich glaube, deine Tochter ist jetzt auch schon 5 Jahre älter. Ja, ich kann verstehen, warum du keinen Bock hast, hier abzuhängen. Nein, wir ignorieren die Main Quest. Barrett, wir ignorieren die Main Quest, habe ich dir gesagt. Bitte bleib konzentriert, wir sind hier zum Chillen. Okay? Viel passiert an diesem Ort. Und Cloud und Tifa sind nun endlich angekommen. So, wir haben uns hier ein bisschen umgeschaut und ich habe ordentlich Sachen rausgeschnitten, aber die interessantesten Sachen zeige ich euch. Mit dem kleinen Einblick bekommt. Sieht aus, als könnte man hier eine Menge Spaß haben. Oh ja. Guck mal, es gibt sogar ein Motorradrennspiel. Aber das würde sonst das endlos den Rahmen sprengen. Und denk dran, Main Story. Sowas ist doch für Kinder. Was? Mal wieder Kinder? Was hat der für eine Kindheit gehabt? Doch,
Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Okay. Cloud, ey, du bist so ein Honk, weißt du das? Hallo Leute, wir haben viel Spaß hier auf dem Wonderland Square. Das Spiel G-Bike ist Clouds spektakuläre Flucht aus Midgar über Schnellstraßen nachempfunden. Schwing dich auf dein Gefährt, bezwinge die Gardisten und sammle unterwegs Sphären ein. Mit den Boost-Sphären erfüllt sich die Nitro-Booster auf, der dich bei Benutzung schneller werden lässt. Okay. Machen wir. Hier gibt es verschiedene Preise. Ätherknolle, Windhalstuch. Hier bleibt keine Zeit zum Verstauen. Avisieren Sie sich nach Herzenslust. Oha. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Summer, geht's noch? Okay. Ach, die da oben hätte ich einsammeln müssen. Ja, okay. Jetzt können wir hier hochfahren. Ich denke mal, die roten wahrscheinlich eher nicht, aber... Oder? Kann man da was... Okay? Ah, hier. Ah, okay. Das gestaltet sich schwierig. Aber auch das ist nicht neu. Alles klar, alles klar. Kriegt man ja doch ganz schön viele Punkte. Ab und zu nehme ich ein paar mit aus Versehen. Okay. Ah, habe ich glatt mal ein paar nicht mitgenommen. Ja. Diesen Ding. Okay. Also die erste Zielvorgabe haben wir geschafft. Eigentlich müsste es noch Boni geben, wenn man hier nicht die halbe Prärie abräumt. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch einen Boni schaffen oder noch eine weitere Zielvergabe. Ha. Tatsächlich noch geschafft. Und jetzt nochmal. Okay. Und die? Boah, jetzt bin ich natürlich zuversichtlich. Aber da gab es auch ganz schön viele Stufen, oder? Nicht nur drei oder so. Ach, cool. Und? Geil. Cool. Yeah. Beeindruckend. Du könntest Karriere als Rennfahrer machen. Und? Gleich zum nächsten Spiel. Bist du bereit? Nein. Ja, ich mach schon. Wir belegen uns mal wieder mit Dio an. Da haben wir ja schon mal gleich am Anfang was machen müssen. Ich meine, so ein bisschen wissen wir jetzt schon. Oh Gott.
Tja. Mist. Ich glaube, das wird ein kurzes Rennen. Okay. Der greift so an. Ich glaube... Also, können wir das Blatt noch mal wenden? Sieht nicht so aus. Wie nachlässig. Ha, ha, ha. Cloud, du kannst das besser. Wir schauen uns weiter noch mal ein bisschen im Gold Saucer um. Und da steht der Iron Man. Neue Rekruten, willkommen bei den Kosmo-Rittern. Okay. Oder beginnen wir sogleich mit dem Briefing. Passt genau auf. Boah. Okay, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Sahst du als Rekrut auch so aus, Cloud? Nicht ganz so grün hinter den Ohren. War das ein Scherz? Okay. Okay, ich passe. Zufolge sammeln die Gilgamesch-Truppen ihre Hauptstreitmacht auf der Rückseite des siebten Mondes. Okay. Hier können alle Rekruten ihre Goldpunkte eintauschen. Wir haben schon ein paar. Karte Kosmoritter. Cool, Blut der Königin. Geil. Okay, neues Handbuch. Coole Sachen. Noch ein paar Modelle für unseren Dingens hier. Wie heißt das eigentlich? Unsere Sammelstelle. Kosmoritter müssen zusammenhalten. Kämpfen wir gemeinsam. Der Feind hat gefährliche Wesen in seinen Reihen. Seid zu jeder Sekunde wachsam und bleibt auf der Höhe. Sie waren das Schwert der Gilgamesch-Truppen. Okay. Kommen die durch? Nee, sieht nicht so aus. Es waren die Kosmoritter, die das Banner der Revolution gegen sie. Sind sie bereit für ihren Einsatz? Na gut. Was für ein Einsatz? Kämpfe als Mitglied der Kosmoritter mit deinen Kampfflieger gegen feindliche Gilgamesch-Truppen, um Frieden im Weltall zu wahren. Okay. Ach, das haben die gemeint. Na dann, das ist doch überhaupt kein Problem. Kosmoritter, Ziel der heutigen Mission ist die Zerstörung des feindlichen Mutterschiffs. Der Frieden im All liegt in euren Händen. Ist das jetzt echt? Okay. Die kommen näher? Die kommen näher? Oh, das stimmt. Ah. Okay. Ah, macht schon Bock. Was sagen unsere Punkte? Ich habe keinen Plan. Waren alle Gegner. Oh. Bereit machen für die nächste Welle. Okay. Stand irgendwas von 35.000? Oh, das sieht schon ein bisschen complicated aus. Ahaha. Okay. Verstecken die sich hinter den Asteroiden? Okay. Da kommen wieder die anderen. Da ist noch einer. Rot 5 bereit. Ist euch mal aufgefallen, dass in Star Wars die Filme andere Staffelbezeichnungen hatten? Also ich rede jetzt von den deutschen Versionen. Ich glaube im Englischen war es genauso wie in den Büchern. Alles abgeschossen. Gute Arbeit, Rekrut. Okay. Wir haben 7200 Punkte. Ich glaube, das ist... ich habe vorhin zum 35.000 gelesen. Wir haben uns getroffen. Ah, nee, doch nicht. Weiter so. Zeig dem Feind, wo es lang geht. Oh Gott. Da. Wir haben hier einen Meisterschützen. Kommen wir da schon ran? Kriegen wir nicht gefasst. Ah, jetzt doch. Jetzt.
feindliches Schlachtschiff der Enkidu-Klasse. Krass! Was ist denn das? Fuck, der erwischt uns. Oh Gott. Das ist ja mal ein cooles Teil. Es verfügt über eine Mark- und Strahlenkanone neuester Bauart. Also Vorsicht. Okay. Ah, wir müssen den Schwanz noch erwischen. Mist. Gar nicht so einfach. Shit. Wie kann man denn jetzt an diesen Komm schon. Oh nein. Da will sich wohl jemand einen Orden verdienen. Beeindruckend. Okay. 11.000. Gibt es irgendwo eine Zeit? Da oben gibt es eine Zeit, aber eine, die hochzählt und nicht abzählt. Woher wissen wir jetzt, was noch alles kommt? Okay, das ist Kleinvieh. Muss man alle erwischen? Wahrscheinlich, ne? Also, na, kommt drauf an, wie viel maximal Punkte, also wie viel Luft da noch ist am Ende. Feindliches Mutterschiff nähert sich. Oh. Es ist das Rückgrat der Tilgerlift-Truppen. Oh. Und muss zerstört werden. Wer den Mut hat zu kämpfen, der folge mir. Okay. Iron Man ist auch dabei. Ist auch so ein riesen Fisch. Krass. Okay. Hier nehmen wir einen nach dem anderen. Okay. Weiter so. Zeig dem Feind, wo es lang geht. So, jetzt. Da. Wir greifen das Heck an. Okay. Der Feind darf nicht entkommen. Ja. Da. Ohne Antrieb ist auch das größte Schlachtschiff so eine. Ah, okay, wir müssen den Antrieb killen. Weil die dann nicht mehr abhauen können. Die können nach hinten pupsen, seht ihr das? Okay. Okay, also der Antrieb sollte jetzt hin sein. Nee, das. Okay, das war auch ein Antrieb. Ich dachte, der hat nur geschossen. Gut gemacht. Dank deiner Tapferkeit ist das All wieder sicher. Die Kosmoritter triumphieren immer. 15.000. Oh, es gab noch Sondersachen. Ah, 27.000. Ich glaube, 35.000 war, glaube ich, der Hauptbonus. Ich liebe es, dass man sich hier, dass man so fokussiert auf Main Story ist und man darf sich nicht ablenken lassen, ne? Ach, ey, das ist schon ziemlich geil. Stellt mal vor, ihr werdet wirklich auf so einem Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiffe sind ja ziemlich abgefahren. Stellt euch mal vor, sieht wirklich so aus. Zu geil. Oh, ein Chocobo. Was haben wir hier? Chocobo Square. Das ist schon geil, dass man hier so hochslidet. Das ist auch voll cool. Wie riesig das hier sein muss. Aber okay, großer Kritikpunkt, alles auf dem Rücken des Planeten, ne? Materia und Co. Geht natürlich gar nicht. Aber das ist ja genau das gleiche wie ihr. Ah, da kann man schon mal sehen, was da auf uns zukommt. Es ist hier, ich vermute mal, dass man hier auch selber reiten kann. Wow, die Leute fiebern ganz schön mit. Sowas kann regelrecht süchtig machen. Ist das jetzt so ein Glücksspiel? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich... Besser vorsichtig sein. Oder? Vielleicht kann man hier alles. Was ist denn der Mokrigal? Sind Sie schon Mitglied bei uns? Nein. Dann kann ich leider nichts für Sie tun. Hier dürfen nur registrierte Mitglieder mitmachen. Oh, schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Es steht Ihnen natürlich frei, die Rennen an den Bildschirmen zu verfolgen. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Okay, wie wird man denn Mitglied? Okay, die wollen nicht mit uns reden. Ja, wie wird man denn nun Mitglied? Der Skyway Square ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Nehmen Sie Platz in einer der Gondeln des Riesenrads und begeben Sie sich auf eine fantastische Reise in luftiger Höhe. Wie kann man denn sowas alles in ein Spiel packen? Jo, hier können wir erstmal nichts machen. Wie wären wir denn Mitglied? Vielleicht. Gute Frage.
Hallo. Auf dem Ghost Square steht das Haunted Hotel für eine Übernachtung bereit. Lassen Sie sich nach einem Tag voller aufregender Abenteuer von dem Geheule Schabernack. Skywheel Square. Skywheel. Waren wir da schon? Ey, ich check's einfach nicht. Nee, sieht nicht so aus. Dann lass uns nochmal hier nachschauen. Ey, ich werde das so zusammenschneiden alles. Boah. Krass. Was? Was ist hier los? Oh Gott. Wer schießt da? Wer ist das? Ist das etwa... Der... Es gibt mehrere wie uns. Krass. Skywheel Square. Okay, Square. Liebe Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Mal wieder? Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Das ist das Spiel. Spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Schon richtig cool. Ich liebe ja solche Freizeitparks und sowas. Schon. In welchen Freizeitparks wart ihr denn schon? Und habt ihr auch so ein Fable für sowas? Wart ihr schon mal ganz ausgefallen? Irgendwie so, keine Ahnung, Las Vegas, Dubai, irgendwas? Oder nur ganz lame bei uns in Deutschland? Wobei, da gibt es auch schöne Heidepark, Europapark. Phantasialand gibt es eigentlich noch? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Es tut mir aufrichtig leid. Hansa Zurzeit Park. Gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Was? Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Okay. Cloud, es ist schrecklich. Kein Grund zur Sorge. Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Zu was? Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Was? Wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Oh. Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Sicher eine Verwechslung, oder? Sehen wir nach. Wir wissen ja schon Näheres, ne? Was für ein krasses Erlebnis. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.